Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir werden natürlich jetzt erstmal mit Krachan Krayt ein bisschen quatschen. Und zwar, worüber hast du mit Birna geredet? Die ist ja gerade ziemlich wütend rausgerannt. Politik. Was anderes interessiert sie schließlich nicht. Sie wollte mich überzeugen, dass wir Brans Andenken ehren müssen. Und dass sich deswegen meine Kinder aus dem Rennen um die Krone nehmen. Und Zwanrig unterstützen soll. Warum nur glaube ich, dass du sie hast auflaufen lassen? Das ist noch freundlich formuliert. Ich habe sie rausgeworfen. Mhm. Fühlst du dich zwischen Chalmar und Ceres hin und her gerissen? Ob ich einen Favoriten habe, meinst du? Nein. Sie sind verschieden wie Feuer und Wasser. Aber in beiden fließt das Blut der Ankret. Okay. Meinst du, der Rat der Jarls wird es wagen, eine Frau auf den Thron zu setzen? Wenn du mich das vor ein paar Monaten gefragt hättest, hätte ich dir ins Gesicht gelacht. Aber heute sehe ich, und nicht nur ich, dass Ceres etwas hat, was auf den Inseln so selten ist wie heiße Sommer. Geduld. Andere handeln und denken dann. Sie nicht. Sie durchdenkt alles. Wägt das Für und Wider ab. Aber wenn sie handelt, hält keine Macht der Welt sie auf. Und Chalmar? Mal unter uns. Ist Chalmar nicht zu heißblütig, um König zu werden? Kommt drauf an, was du für einen König willst. Wenn du einen willst, der Gesandte schickt, Figürchen über eine Karte schiebt, die profitabelste Option berechnet, dann ist er zu heißblütig. Ja. Aber Skellige will einen anderen Herrscher. Einen, der Nilfgaard in seinem Blut ertränkt und lieber ins Feuer sprengt, als sich zu unterwerfen. Und das ist Chalmar. Wenn ihr eure Angriffe ausweitet, zieht ihr den Zorn von Emhyr auf euch. Das könntet ihr noch bereuen. In Skellige spucken wir auf die Idee eines Friedens um jeden Preis. Du hast mir eine Belohnung versprochen, wenn ich deinen Kindern helfe. Und ich habe vor, mein Wort zu halten. Hier. Dieses Ding ist seit Generationen in Familienbesitz. Ich gebe es dir für deine Verdienste um den Fortbestand der Linie. Schöne Arbeit. Danke. Ich habe zu. Okay. Verdammt. Chalmar hat wohl schon wieder eine Schlägerei angefangen. Das ist nicht Chalmar. Gehen wir. Okay. Und cool. Das sind auch noch mehrere. Uiuiuiui. Okay, mit dem kritischen Schaden kommen wir echt gut gegen die an. Oh, einen gibt's noch. Schön, dass wir das geklärt hätten. Wundervoll. So, die Herrschaften, könnt ihr euch erklären, bitte? Tuch! Gib mir ein Tuch! Ich muss die Blutung stoppen. Schnell! Nimm meinen Mantel. Halt durch, Sohn. Du schaffst das schon. Mich hatte mal ein Hai am Bein gepackt. Halt, John! Er ist tot.
sind diese Bären hergekommen, hä? Antworte sofort! Pass auf, wie du mit meinem Vater sprichst. Steck das Schwert weg, Kleiner. Sonst verliert Krach auch einen Sohn. Du beleidigst mich, Lugos. Jetzt bedrohst du meinen Sohn. Das lasse ich nicht zu. Dann komm her. Los! Ich mach dich kalt wie einen räudigen Hund. Beruhigt euch, ruhig. Es ist genug Blut geflossen. Jemand hat diese Bestien hergebracht, um unsere Söhne und Brüder zu ermorden. Wir können sie nicht wieder lebendig machen. Doch wir müssen sie rächen, wenn wir können. Diese Bürde fällt dem Gastgeber zu und seinen Nachkommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Finde den Schuldigen, Ankret. Finde und töte ihn. Sonst wird deine Sippe für die nächsten 100 Generationen verflucht sein. Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Das ist egal. Ich weiß schon, wo der Schuldige zu finden ist. Warte! Bist du verrückt? Du willst Leute umbringen, bevor wir wissen, was passiert ist? Forsch nach, so viel du willst. In der Zwischenzeit gehe ich unsere Sippe von der Schuld reinwaschen. Hey, die Jarls hören nicht mehr zu. Lass das Heldengetue und denk einen Moment nach. Unsere Ehre steht auf dem Spiel, Schwester. Das kann nicht warten. Hörst du mich überhaupt? Jemand hat diese Bären reingelassen. Wir müssen erfahren, wer. Und die Antwort befindet sich irgendwo in diesem Raum. Ich helfe dir, Zeus. Recht, Zeus. Ich helfe dir. Danke. Schön. Wir sehen uns, wenn ich mit den Köpfen der Verräter zurückkomme. Ich bleibe hier. Jemand muss sich um alles kümmern. Den Heiler rufen, die Gefallenen den Familien übergeben. Wolf, ich danke dir. Kein Problem. Dafür bin ich doch da. Ja gut, untersuchen wir erstmal den Raum. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, und ich werde es hoffentlich auch nicht wiedersehen. Woher sind die Bären gekommen? Wir haben alle gelacht, gegessen, getrunken. Dann plötzlich ein Gemetzel. Ströme von Blut an den Wänden. Was ist vor dem Massaker passiert? Was genau? Lao Jung Lugos hat gewettet, dass er ein Fass Bier in einem Zug leert. Er ist auf den Tisch geklettert, hat sich ein 30 Liter Fass zentrisches Weizenbier geschnappt und losgelegt. Seine Kehle blähte sich auf wie ein Mondfisch. Er lief rot an, aber er soff weiter. Die Leute fingen an, ihre Humpen auf den Tisch zu knallen und zu skandieren. Lugos, Lugos! Dann hörten wir dieses Brüllen auf der anderen Seite des Raums. Alle drehten sich gleichzeitig um, als hätte der Steuermann gerufen. Da waren sie. Die Leute, die den Bären am nächsten saßen, konnten nicht mal die Waffen ziehen. Sie wurden in Fetzen gerissen. Wir werden sie rächen. Versprochen. Wer ist gestorben? Weißt du, wer gestorben ist? Drogota. Drake Bondu, Blaujung Lugos, Halbjorn, Otrik. Die Liste ist lang. Die Thronanwärter, die noch leben, die sind schnell aufgezählt. Du, Chalma und Zwanrig. Was willst du damit sagen? Nichts. Noch nicht. Sehen wir uns um. Wir haben genug geredet. Sehen wir uns um. Lass mich wissen, was du findest. Ich rede mit den anderen. Vielleicht hat jemand mehr gesehen als ich. Also für mich ist der Fall ja schon klar. Ich weiß, wer es war. Und ich behalte es aber erstmal für mich. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dachtet. Ich weiß es nicht. Die Tore waren verschlossen. Bissspuren, Klauenspuren, Knochenbrüche. Kaum zu sagen, woran er genau gestorben ist. Also gut. Was haben wir denn hier? Ein Bärenschädel. Aber die Zunge ist kurz wie die eines Menschen. Das Maul riecht nach Met. Und nach etwas anderem. Etwas Erdigem. Bären mögen Honig, bevor er fermentiert ist. Seltsam. Etwas unter dem Fell. Eine Tätowierung wie eine Bärentatze. Okay. Alte Narbe ist wohl genäht worden. Halb Mensch, halb Bär.
wie ein Lykanthrop. Der Mond ist nicht voll, also hat etwas anderes die Verwandlung bewirkt. Vielleicht etwas zu essen oder zu trinken. Mate, mit erdiger Note. Ich sollte die Hörner, Humpen und Schüsseln untersuchen. Klingt nach einem Plan. Alle Hörner sind leer. Otrik, Mist, der ist ja noch ein Kind. Okay, was haben wir hier? Erdiger Geruch im Bärenmaul. Etwas wie Pilze? Die Schüssel ist leer, aber der Geruch hängt in der Luft. Der kommt von woanders im Raum. Okay. Hier, Met mit irgendeinem Pilz versetzt und Menschenblut. Zerriss. Das war doch 100 pro dieser Mäusek. Eine Wache hat gesehen, was passiert ist. Das waren keine Bären, sondern Menschen, die sich in Bären verwandeln. Mhm. Berserker. Okay. Berserker? Der Name des Galgen für Krieger, die sich in der Schlacht in Tiere verwandeln. Stoff für Sagen und Legenden. Aber es passt doch, nicht wahr? Mhm, fast. Es war eine Feier, keine Schlacht. Ich glaube, ich weiß, warum sie sich verwandelt haben. Es war der Met. Riech mal. Met mit Blut versetzt. Und mit noch etwas. Könnte ein Pilz sein, aber ich weiß nicht, was für einer. Chjord könnte uns helfen. Nur wenige Druiden kennen sich besser mit Kräutern aus. Kann nicht schaden. Okay. Dann, fragen wir doch mal Chjord. Guten Tag. Gehen wir mal runter. Freya, unsere Mutter. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Zerriss meinte... Gib mal das Horn her. Hat's es schon verraten gehabt? Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Maldrömme. Okay. Zerriss hat nicht gelogen. Du weißt gut über Pilze Bescheid. Das tue ich. Besonders, wenn sie den Geist beeinflussen. Ihn beruhigen. Wachträume hervorrufen. Odalric hat viele Jahre gelitten. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. Zuerst mit Beten, dann mit Mohnmilch. Aber inzwischen ist er davon los, oder? So schnell geht das nicht. Aber wir werden es ihm abgewöhnen. Okay. Haben Madrömme denn irgendwas mit Berserkern zu tun? Ja, aber nur in den Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Darin heißt es, dass Krieger, die Madrömme essen, sich im Kampfrausch in Monster verwandeln. Aber wie gesagt, das sind nur... Legenden, ich weiß. Aber es fällt mir leichter, an sowas zu glauben, als an irgendwelche Bären, die aus dem Nichts auftauchen. Madrömme. Nie gehört. Hier auf dem Festland hat einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalric auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das Letzte, wovon Udalric noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Blut und Mordrömer. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Auf in den Keller! Hier voran, Ceres. Oh mein Gott. Oh, vielleicht hier rein in den Keller. Na komm, mach ihn. Ups, vorbeigelaufen. Wir müssen die Verräter schleunigst finden.
sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Okay. Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Okay. Ich hoffe wirklich, dass Hjalmar etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm. Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeige es dir. Oh, Gestank. Ist das Wodka? Mahakama-Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Da bin ich aber froh. Da vorne, das sieht doch aufgebrochen aus. Dieser Met ist in Ordnung. Okay. Hier ist auch nichts. Dann bleibt noch ein Fass. Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Scheiße. Der Schnaps! Ausgang hinter den Fässern. Sie sind zu schwer. Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht vor. Schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Götter. Ein Ort der Macht. Wir hätten meine lebendige Leibe verbrennen können. Da liegt aber jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachrichten einstellen. Ist das ein Geheimgang? Nicht geheim, eher kaum benutzt. Als Hjalmar und ich noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. So, so, aber wisst ihr was, wir haben einen Fertigkeitenpunkt, den können wir natürlich direkt mal einsetzen. Die Frage ist natürlich auch was, aber ich glaube, mit einem Zusatz von 25%, huiuiui, das ist ganz schön viel, nicht? Aber wie viele Punkte brauchen wir, um hier noch weiter zu investieren? Brauchen wir 20 Punkte, die wir investiert haben. Da müssen wir schon noch ein bisschen was reinstecken. Dann mache ich das einfach mal. Gut, gut. Weiter geht's. Guten Tag. Wenn ich den Brandstifter erwische... Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Okay. Nice. Ich beeil mich mal ein bisschen, nicht? Weil die Folge ist auch jetzt schon wieder vorbei. Das heißt, an der Stelle machen wir einen kleinen Cut. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich sag einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.